Hallo liebe Campingfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf Bike Van Life. Ja, wir sind bei Sachsen Caravan in Döbeln und ich habe hier einen weiteren Adria gefunden, den Twin All-In 600 SP im Modelljahr 2021. Ja, All-In heißt, ja, alles drin. Schauen wir mal. Zuerst gehen wir wie gewohnt nach hinten. Das Logo in der 3D-Applikation. Was sehen wir als allererstes? Also, das ist ein 6-Meter-Fahrzeug. Wir sehen sehr viel Platz hinten. Wir sehen den großen Gaskasten. Ja, das hier ist das Schott, dass man nach vorne die Heckgarage abtrennen kann. Wenn man es nicht benötigt, ist es schön an der Seite verstaut. Und da sehen wir schon mal die Trittstufe fürs Bett mit Luftausströmer nach hinten. Hier unten haben wir ein Staufach. Hier haben wir noch ein größeres Staufach. Dann haben wir 4 Verzurösen. Ja, damit ihr euer Gepäck oder was ihr sonst noch ladet, schön festzurren könnt. Ja, hier passen 2 Bikes bequem rein. Dann kommen wir mal zum Bett. Das ist natürlich ein Querschläfer. Jetzt werde ich mal die Breite des Betts auf der Beifahrerseite messen. Da haben wir 1,55. Auf der Fahrerseite haben wir eine Breite von 1,44. Die Länge des Bettes. Ja, hier haben wir keine Fenster. Dadurch haben wir auch eine ordentliche Länge von 1,95. Haben wir auf der Beifahrerseite diesmal 2 USB-Steckdosen, hier die kleinen Leseleuchten mit einem kleinen Schalter, sehr niedlich. Da oben die Dachhaube, hier seht ihr die Rückfahrkamera. Ja. Oben seht ihr eine Markise gleich. Gehen wir hinein in den Twin All-In. Wie ihr seht, hat dieses Fahrzeug ein Citroën-Chassis. Das spiegelt sich auch im Preis wider, was ich euch zum Schluss nachher erkläre. Ja. Sehr wohnlich. Da oben ein 18 Zoll TFT-Bildschirm. Dann haben wir hier offene Fächer, die gegen Herausfallen gesichert sind auf beiden Seiten. Hier ist auch ein Coupé ohne Skyroof mit mittelgroßem Aufstelldach. Die Oberschränke. So, da seht ihr die Sattanlage, also die Elektronik der Sattanlage. Ja. Hier noch mal ein Stück zurück. Ich denke mal, hier haben wir ausreichend Platz in der Dinette. Wir können ja mal gleich das Dinettmaß und Tischmaß nehmen. Jetzt
Hier haben wir 1,16 Meter. Das ist noch sehr viel für ein 6 Meter Fahrzeug. Und 98 cm bis zur Rückenlehne der Sitzbank. Ja, ich habe ausreichend Platz. So, hier haben wir ein Tischmaß von 91 cm. Die Breite des Tisches 52 cm. Dann haben wir eine Tischlänge bei ausgeklappten Tisch von 1,16 Meter. Viel Platz. Ich werde euch nochmal die Breite der Sitzbank messen. Da haben wir eine Breite von 92 cm. So, dann kommen wir mal zur Küche. Hier haben wir eine Arbeitsplattenverbreiterung, die man auch mit einer Hand wieder zurücknehmen kann. Hier vorne seht ihr typisch bei Adria noch zwei Regale, die gegen Herausfallen gesichert sind. Ja, die Küche, die geht, wie ihr seht, so ein bisschen konisch verlaufend, so dass man einen besseren Durchgang hat. Und hier hinten für die Schubfächer natürlich ein bisschen mehr Platz hat. Ja, der typische Zweiflämmer mit Piezezündung. Ja, wie immer sehr schön. Wenn hier mal was überkocht, könnt ihr das einfach rüberwischen. So, ein kleiner niedlicher Wasserhahn mit relativ großem Waschbecken. Der Vorteil bei diesen Wasserhahnen ist, weil den müsst ihr immer nach unten machen. Und bei den anderen Wasserhähnen, die hier oben drauf sind, könnte es nämlich sein, dass man gegen den Wasserhahn kommt und das Wasser läuft hier durch die Gegend. Alles schon gehabt. Und das passiert eigentlich bei diesen natürlich nicht. Kleines Gewürzregal hier. Push to open mit großen Oberschrank. Ja. Vielleicht messe ich euch noch mal die Küche hier aus. So, die Küche hat eine Breite von 95 cm. Und hier hinten ist sie 49 cm tief. So, und dann messe ich mal hier. Damit ihr das mal seht, hier haben wir 44 cm im vorderen Bereich. Ich messe euch gleich auch mal den Durchgang hier, weil ich denke mal, das ist für einige sehr wichtig, damit sie hier bequem durchkommen. Hier haben wir 41 cm. Ja, sehr wenig bei Adria. Kommen wir zu den Schubfächern. Ihr seht, nicht voll ausziehbar. Die haben eine Breite von 81 cm und eine Tiefe von 32 cm. Ja, wer schon ein paar meiner Videos gesehen hat, weiß, dass ich nicht so ein Freund von so breiten Schubfächern bin. Die sind erstmal ein bisschen unhandlich und ja, dann muss man sich immer entscheiden, ob man von dieser Seite oder von der anderen Seite die öffnet. Und da ist man sehr weit ab immer von dem, was da drinnen liegt. Nachdem, auf welcher Seite der Schublade man ja, die Lebensmittel oder das Geschirr deponiert hat. Ja, dann kommen wir mal zum Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ein altbekannter Tedford Kompressor. Haben wir gerade in einem anderen Video schon gesehen. Ich denke, glaube ich, das waren 84 Liter. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Hier haben wir noch zweimal Beleuchtung. Einmal die Ambientbeleuchtung oben
an der Gesamtbeleuchtung. Hier nochmal eine kleine Leselampe. Und da seht ihr die Befestigung. Wenn ihr das Bett mal hochnehmen möchtet, dann könnt ihr das da oben festwirbeln. So, dann mache ich mal eins der Oberschränke auf, damit ihr so ein bisschen habt, also so ein Bild habt, wie groß die sind. Da oben seht ihr, hinterlüftet. So, ja, wie schaut es denn mit dem Aufstieg aus? Habe ich schon gezeigt, die Trittstufe. So kommt man ganz bequem ins Bett. Ja, hier hinter befindet sich das Bad. So, machen wir mal vorsichtig die Tür auf. Ja, wenn ich quer reingehe, komme ich gut rein. Großen Spiegel. Hier unten ist der Lichtschalter für die Beleuchtung oben. Hier haben wir oben eine Zwangsanlüftung, aber dafür haben wir dort ein Toilettenfenster. Ja, dann machen wir mal den Duschtest. Ich setze mich mal zuerst auf die Toilette und zeige mal, wie der Platz hier ist. Oh ja, sehr, sehr bequem. Also irgendwie mehr Platz als beim Schwimmbad. Also richtig, richtig schön viel Platz. So, ich gucke mal die Kamera ein bisschen. So, hier haben wir einen Duschvorhang, der geht einmal rundherum. Nein, nicht ganz rundherum. Warum beim Spiegel nicht? Sehr unverständlich. Den Spiegel dürft ihr dann sauber machen. Also, geht wie gesagt fast einmal rundherum der Duschvorhang zum Duschen. Das Waschbecken ist hier. Komme ich drüber. Mach mal kurz zu. Ja, wenn die Tür zu ist, wird es natürlich ein bisschen enger. Aber ich denke mal, für 6 Meter ganz gut. Hier ist nochmal ein kleiner Spiegel. Ja, zeige euch das mal. Da geht der Duschvorhang nicht weiter. Warum? Ja, wenn es einer weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich würde da zusätzlich die Schiene verlängern oder einen extra Vorhang machen. Weil den Spiegel möchte ich dann nicht putzen. Oder was sagt ihr? Ja. Also da unten seht ihr auch gleich einen Luftausströmer. Und dann haben wir auf Seite unter dem Kühlschrank einen schönen großen Kleiderschrank, wo man seine Sachen vernünftig aufhängen kann. Hier haben wir nochmal einen weiteren Kleiderschrank oder Staumöglichkeit. Ja, hier oben ist das Bedienteil. Da könnt ihr die Spannung ablesen. Also für vorne Wohnraumbatterie, also Starterbatterie, Wohnraumbatterie. Dann ist das der Frischwassertank, Abwassertank. Und das Drummer Bedienteil. Hier oben ist der Temperaturfühler für die Heizung. Finde ich nicht so doll angebracht. Also da ist es relativ ungenau. Ich würde es lieber in dieser Höhe machen, inmitten vom Raum. Da wäre es besser angebracht. Ja, jetzt seid ihr bestimmt schon neugierig, was der Preis sagt. All in. All in. Ja, fangen wir mal an. Also das ist hier ein 140 PS Citroën Jumper mit 3,5 Tonnen Leitchassis in der Farbe Weiß, Zuziehhilfe, Schiebetür und der hat auch ein Zusatzbett. Also hier können
drei Personen drin schlafen. Und jetzt wird's spannend. Fahrer-Beifahrer-Airbag. Gut, ABS, das muss ich euch nicht alles vorlesen. Dann haben wir die Tagverleuchten, Rückfahrwarner, Klimaanlage, Tempomat, Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Fenster elektrisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Lenkrad, Schaltknauf in Teilleder, Radiovorbereitung, Komfortsitze, Fahrerhaus, in Wohnraumdesign, Sitzsockelverkleidung, Fahrerhaus und Wohnraumschaum getönt. Fenster inklusive Kombirolle in Hecktür links, Faltverdunklung der Wohnraumscheiben, Fliegenschutz an der Wohnraumtür, Einstiegstufe elektrisch, Einstiegsbeleuchtung, ambiente Beleuchtung, Ladebooster für optimale Ladung, Sicherheitsgasrichtlinie, also hier haben wir einen Crashsensor, die Monocontrol drin, Gasfilter, Abwassertank isoliert, beheizbar, dann haben wir den 90 Liter Kraftstofftank. Möbeldekor Sandy Brown, Arno, dann Wohnraumbatterie 100 Amperestunden, dann 2x11 Kilo Gasflaschen, hatte ich euch gezeigt, Kompressorkühlschrank 84 Liter, Frischwassertank 100 Liter, Abwassertank 70 Liter, dann Edelstahlkocher, Warmluftheizung, Truma Kombi 4CP+, Kassettentoilette mit elektrischer Spülung, zwei Dachhauben, 70x50 und 40x40, Markise, Solaranlage und Lackierer der Stoßfängerecken. So, inklusive Überführung ist das ein Fahrzeugpreis von 46.565 Euro. Ein toller Preis. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Hinterlasst mir einen Daumen hoch. Ja, möchtet ihr noch weitere Videos schauen, abonniert den Kanal einfach und bitte die Glocke nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß hier bei Sachsen Caravan in Döbeln.